Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Alex. Gute. Immer dieser Technikkram. Schnauze. Wir können immer noch nichts tragen. Unsere Werte sind grob ausgeglichen, aber keine Attributspunkte. Deshalb können wir gewisse Sachen nicht machen. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Gefühlschaos. Wie könnte ich nur in eine solche Situation geraten? Das erste Mal, das muss ich erfahren, was es heißt, Gefühle zu. War es wirklich nur mein Versagen oder steckt noch mehr dahinter? Ich brauche Antworten. Ja. Vogelfrei und so weiter und so fort. Gefährten Neuland. Also, okay. Was ist das für ein Geräusch? Okay, das nicht. Auf eine Rechnung. Und ja. Auf hoch zu fernen Landen. Ich würde zuerst sagen, geh zum Treffpunkt. Ich brauche dich nicht mehr, geh zum Treffpunkt. Okay. Immer dieser Technikkram. Es wird nicht besser, wenn du das sagst. So, wir gehen jetzt zu Falk, so hieß er doch, oder? Und nimm ihn diesmal mit. Wenn wir die Trassen überleben. Aber wir haben ja schon mit Duras alles getötet, was bei drei auf den Bäumen war. Voll in die falsche Richtung. Gut, dann muss es da drin sein. Okay, seltsame Geräusche sind seltsam. Aber das weiß man ja schon. Okay. Ist er noch immer da oben? Gut, jetzt frage ich mich, wo der andere Idiot ist, also Duras. Gut, dann auf mit uns nach oben. Das ist ja ein technikbegabter Typ, der Falk. Will mal sehen, wie er sich so schlägt. Vielleicht kann er hier ein paar Sachen anmachen. So. Okay. Dann gehen wir mal rauf. So. Ich glaube, dieses Gerät kann ich dann mit ihm anmachen. Er sagte ja, er ist ja ein technikbegabtes Kind. Okay, er ist kein Kind mehr, aber ihr wisst, was ich meine. So, mein Freund. Komm mit. Mitkommen. Natürlich. So, da oben waren auch so Türen, aber konnten wir nicht aufmachen. Okay. So. Vielleicht sagt er jetzt etwas zu dem hier vorne. Das hier ist der Kommandotrakt des Konverters. Hier geben die Alps den Befehl, den Lebewesen in der Umgebung das Elex zu entziehen. In Edan sind sie offenbar nicht weit gekommen. Okay. Ich dachte, das würde funktionieren, aber gut. Dann haben wir ihn halt mal mit dabei. Sehen wir mal, wie gut dass er sich anstellt. Warte. Er kann doch auch hacken, oder?
Aha. Er bleibt hier. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Du bist ein sehr interessanter Mensch. Du verbirgst viele Geheimnisse. Das kann man dir ansehen. Ich denke, es wird für mich eine sehr lehrreiche Zeit an deiner Seite. Okay. Gut. Dann, nein! Verdammt! Falscher Aufzug. Obwohl seine Rüstung interessant ist. So, aber ich weiß nicht, was ich von den Klerikern halten soll. Und von den Outlaws. Aber das werden wir alles noch sehen. So, und weiter geht's. Man kann erst rücken, wenn der andere... Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Hier unten habe ich einen der Schläuche durchtrennt, um die Mutanten abzuhängen. Dabei hat dieses Brackwasser allerdings die ganze Ebene verseucht. Ja, alles kein Problem, siehst du? Brackwasser. Gut, Moment. Kleines Lager, gut. Jetzt müssen wir uns nur noch eine Aufgabe überlegen. Die Hauptmission, nee, Gefährten. Eine CPU und so weiter und so fort. Machen wir Gesetze spurlos. Vielleicht sollten wir das Aufbruch in fernen Länder. Oder Neuland. Vielleicht sollten wir das hier machen. Duval, Rock, wandernde Händler. Oder aber... Wir machen... Warte, wir machen diese... Echt Neuland. Spurlos Altlasten. Das hier. Wie kommen wir am besten zu ihm? Ich glaube von da. Ich will nur mal sehen, was passiert, wenn wir ihn töten. Ich hoffe, diesmal bin ich stark genug. Oder besser gesagt, dass ich starke Verbündete an meiner Seite habe. So. Hallo, du Beißer. Okay, so geht's auch. Ein Schuss und das weg. Da vorne ist noch ein Wühler. Schon, wir machen ihn kalt. Wie es scheint, weiß der ganz genau, was er macht. Warum haben sie so Schlagstöcke dabei? Aber gut. Sehr gut. Hol eben die Scheiße aus dem Leib. Gut. So, da vorne ist ja dieser Bigby. Machen wir ihn. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Warte!
Okay. Vielleicht nicht gerade meine beste Idee, aber... Elixit, aha, aha, aha. Ein Ausschlor so zu töten. Zwar gerade... Ja. Nicht seltenhaftes, Mann. Gut. Wir haben ja schnell gespeichert, also können wir jederzeit zurück. Einst lebten hier zivilisierte Menschen. Reizvoller Gedanke. Ja, sehr schön. Gut. Wenn wir schon hier sind, können wir doch hier ein paar Leute auf den Keks gehen. Zum Beispiel diesem bösartigen Kreatur. Ein Kampf! Genau. Oh. Sehr gut. Und ich krepiere schon fast. Hm. Noch mehr Kretter. Und was haben wir da drüben? Sehr gut. Das haben wir geschafft. Überall kommen die Flieger. So, Seelenkraut. Sind das Banditen? Werden sterben, wenn wir näher dran gehen, oder? Es sei denn... Ich halte dir den Rücken frei! Sehr gut. Wow, Moment, ich muss ja... Okay, wir haben guten Schaden gemacht mit der Granate, aber... Es sind einfach zu viele. Hm. Gut, dann lassen wir es. Ich würde sagen, hierhin. Oh, kann er überhaupt mitkommen? Ich frage mich, wie viele Räume dieses Haus hat. Oder besser gesagt, hatte. Hm. Gut. Wir reden später. Ja, okay. Wir könnten hier mit dem Typen reden, der Wächter über das ganze Schrott. Oder wir reden mit der Omni oder wie der heißt. Goliath, die Stadt der Berserker. Ihr Name Goliath leitet sich aus einem Wort aus der alten Welt ab. Goliath. Es stammt aus einer alten, fiktiven Geschichte namens Dave und Goliath. In der Geschichte kämpft ein gewisser Dave an der Seite seiner Freundin Jude gegen Goliath. Zumindest hat mir das einmal jemand erzählt. Okay, ich glaube, es geht ein bisschen anders. Aber gut. Ich habe den Outlaw gefunden. Moment. Wir speichern kurz und dann... Ich habe den Outlaw gefunden. Ich habe den Outlaw gefunden. Ist er tot? Nein, ich habe mit ihm geredet. Ach, scheiße. Er möchte, dass du den Handel mit ihm wieder aufnimmst. Du weißt also Bescheid, hä? Aber das kann er vergessen. Wenn einer von Angrims Spitzeln auch nur das Geringste mitbekommt, dann bin ich tot. Oder Schlimmeres. Wegen des Outlaws. Wegen des Outlaws? Ja. Was genau war das Problem? Was genau war das Problem? Warum ich aufgehört habe zu schmuggeln? Angrim überwacht die Elex-Schwingungen in der Gegend. Das Risiko beim Schmuggeln von Maschinenteilen ist einfach zu groß geworden. Okay, du könntest deine Elex-Schwingungen verschleiern. Handwerker 3. Suggestion? Geht das? Nein. Er kann es nicht machen. Nicht hoch genug. Moment. Wir haben doch irgendetwas so... Lass deine Technik lieber stecken. Sonst passiert noch jemandem etwas. Handwerk, Persönlichkeit 4. Moment. Wo war das? Hier.
Abenteuers? Nein. Wissenschaftler hier. Das ist doch nicht cool. Diese Konverter sind unmenschlich. Gut, wenn sie stillgelegt sind. Okay, das ist der Vollidiot. Aber gut. Ah, da vorne ist er. Hey, wegen des Outlaws? Wegen des Outlaws? Ja. Hier. Du könntest die Elex-Schwingungen verschleiern. Aha. Und wie soll das gehen? Tarne die Elex-Spuren als Mana, indem du die Schwingungen überlagerst und so ausblendest. Das ist genial. Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Also, so gesehen ist das Risiko gar nicht mehr so groß? Okay, ich werde wieder mit Bigby handeln. Das kannst du ihm sagen, wenn du möchtest. Okay. Gut. Und perfekt gelandet. Haben sie noch etwas hier runtergeworfen? Ich sehe nichts, was abgeholt werden kann. So, Bigby war da unten, oder? Ja, gleich da unten. So. Und hab. Perfekt, und weiter geht's. Hey, Bigby. Ornir wird wieder mit dir handeln. Genau. Sauber. Hier hast du die Splitter, die eigentlich für ihn gedacht waren. Dann werde ich mal auf ihn warten. Vielen Dank nochmal. Aha, so viele Splitter hattest du vorhin nicht. Aber gut, schauen wir da großzügig darüber hinweg. So. Dann hätten wir etwas weiteres gemacht auf hoch in ferne Länder. Gut. Dann machen wir das hier. Alles andere bringt ja nichts. Denn es gibt ja nichts anderes. Das ist da oben. Okay. Nein, Moment. Falsche. Dahin reisen wollte ich. So. Ich muss überlegen. Also, die eine Aufgabe ist, er will zu den Outlaws gehen und Moment. Herr Tocker möchte, dass ich mich beim Hof in der Nähe des Kuppelstadt nach Rock umschaue. Er wird dringend beim Außenposten benötigt. Er wurde dorthin geschickt, um Nachschub zu besorgen. Ja, Moment. Ich guck da gerade etwas in den Szenen. Was ist, wenn ich das hier unten hingehe? Ihm sozusagen Bescheid sage, was Sache ist, damit er Bescheid weiß. Waren hier nicht irgendwelche... Genau, aber diesmal habe ich ja Unterstützung. Okay, das hätten wir. Dank der Unterstützung von Falk. Hat sich dadurch geheilt? Upsala. Ich glaube nicht, oder? Kleiner Alex-Trank, Mana-Trank. Okay. Gut, es ist nicht das gleiche wie schlafen. Aber hin. Nein, wir kriegen eigentlich gar nichts durchs Hinsetzen. So, wir speichern hier und schauen uns mal diese Gegner da hier vorne an. Das sind sogenannte Hasher, oder? Moloch. Ich bin direkt hinter dir.
Gott! Das dachte ich mir. Moloch ist viel zu stark. Verdammt. Dann versuchen wir es halt ein bisschen anders. Die Heiltrank, kleine Heiltrank. Klopapier und Metallschrott. Okay, gut. Mana-Trank, kleiner Heiltrank. Aha. Das ist ja ein Lagerfeuer. Zuerst einmal ins Lagerfeuer. Ja, wir machen. So viel. Und das hier. Gut. Da wir. Pickelt da jemand? Oh, wir haben ja alles schon gemacht. Ich wollte eigentlich essen. Denn mein Leben geht langsam den Bach runter. So, hier. Das sollte reichen, oder? Vogelfieh. Das sind einfach nur die Knechte. Gut, Bauer. Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Okay, wir haben nur noch so wenig. Alex. Großer Heiltrank, Klopapier, Setzerbrot. Beenden. So, wir sprechen nochmal und reden mit Rock. Lass uns über deine... Wegen der Sache des Weltenherzes. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Deine Leute brauchen dich. Andernfalls ist alles, wofür sie gearbeitet haben, verloren. Deine Leute brauchen dich. Andernfalls ist alles, wofür sie gearbeitet haben, verloren. Warum sollte ich einen Blick auf das große Ganze verschwenden? Weil davonlaufen feige ist. Du meinst, es ist besser, wenn ich mich meinem Schicksal füge? In deinem Fall ja. Ich gebe es nur ungern zu, aber vielleicht ist etwas Wahres dran an deinen Worten. Ich breche gleich auf, sonst reißt Thorgal mir den Arsch noch weiter auf, als er es ohnehin schon tun wird. Verdammt, ich muss mich entscheiden. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, etwas, das ich vollkommen vergessen hatte. Und zwar die Persönlichkeitsdingsbums da. Wegen Praktika, damit wir mehr Erfahrungspunkte finden von den Dingern kriegen. Von den Quests. Mein Gott, manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt reden kann. So. Ja, nee, ist klar. Da drüben. Ich hoffe, ich kriege Schaden. Der einzige, der halbwegs Schaden macht, ist der Falke. Oder Falk. So, komm. Jetzt kommt auch noch der zweite. Will was schauen? Und wir blocken. Oh, das. Und wo ist Falke? Er liegt da auf dem Boden. Okay. Scheiße. Wir werden so oder so sterben. Hey Kumpel, alles klar? Steh auf. Ich komme. Genau, ballere den
Wir werden sterben. Gegen zwei auf einmal ist das zu viel. Da drüben. So. Okay, schon mal halbwegs Schaden gemacht. Okay, die Granaten sind schon mal etwas wert. Aber nur für kurze Zeit. Also, wir machten schon guten Schaden, aber... Ich hab's gerade gesehen. Wir wurden umgepflügt wie... wie warme Brezel. So. Man hat uns zurechtgebogen. Raptoren, ernsthaft? Okay, wie stark sind die? Okay. Ja, machbar. Theoretisch. Hat sie in Schach, du haust drauf. Sehr gut. Okay, sehr gut. Jetzt komm zu mir und helf mir da. Oh. Okay. Die zu töten war gut. So. Bevor wir also irgendetwas machen, das uns vielleicht den Kragen kostet, oder wollte zuerst mal mit dem anderen Typen da beim Berg, beim Weltenherz. Das war wohl nichts. Okay, das ist einfach. Einer vorne, hinten, da. Zu einfach. Okay, das schon. Okay. Schachterhosen, Elektroschrott, kleiner weißer Stein. Ich wollte eigentlich... zu viele andere Spiele gespielt. So. Hier haben wir sonst nichts mehr. Gut, dann... Ah, das ist eine Frage. Werden wir den überleben? Praktische Arbeitshose. Gebratene Fleisch oder was haben wir? Ersetzerbrot. Es bringt einfach ein bisschen mehr. So. Freund Falk, wir müssen hier kämpfen. So. Gut. Okay, das lief eigentlich ganz gut. Ich dachte schon, wir würden mehr kassieren. Da vorne scheint ein Alp zu sein. Er ist aber weiß. Die Bestie von Xakor. Ich hatte mich bereits gefragt, wann ich dich wiedersehe.
Auch wenn dein Gesicht ein wenig zu viel Farbe abgekriegt hat. Sind wir uns schon mal begegnet? Nicht persönlich, aber wir alle kennen deine Verdienste. Und ich habe deinen Absturz beobachtet. So wie es aussieht, bist du jetzt vogelfrei. Warum bist du nicht bei deiner Patrouille? Unsere Schicksale sind sich sehr ähnlich. Okay. Auch ich bin jetzt ein Abtrünniger und muss einen neuen Weg finden, meine Bestimmung zu erfüllen. Okay, gehörst du zu den Separatisten? Gehörst du zu den Separatisten? Selbstverständlich nicht. Ich kann ihre Überzeugungen nicht teilen. Die Separatisten zweifeln alles an, wofür wir stehen. Sie lassen es zu, dass ihr Verstand durch Gefühle beeinflusst wird und stellen sich gegen unsere Rasse. Ich glaube nach wie vor an den Hybriden, auch wenn ich von nun an auf der Flucht bin. Hybriden? Ja, okay. Warum bist du kein Soldat mehr? Warum bist du kein Commander mehr? Das geht dir nichts an. Mein Auftrag verlief, sagen wir, unprofessionell, also wurde ich exekutiert. Ich habe meine weitere Auftragsklicke versagt. Ne, hier. Mein Auftrag verlief, sagen wir, unprofessionell. Also wurde ich exekutiert. Jedenfalls fast. Dann hat dein Henker bei seinem Auftrag wohl auch versagt. Hm. Kann man so sagen. Und das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also warum wurdest du ausgestoßen? Ich habe mir zu viel Zeit beim Essen gelassen. Hm, okay. Und weiter? Wir sind überrannt worden. Und ich war nicht dabei. Als ich dazu kam, war der Kampf bereits vorbei. Jetzt wollen sie meinen Tod. Okay. Du hast dich bei einer Schlacht verspätet wegen deines Essens? Ist das dein Ernst? Ein hoher Preis für eine solche Vergehen. Nee, zuerst einmal das hier. Du hast dich bei einer Schlacht verspätet. Wegen deinem Essen. Ist das dein Ernst? Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Aber ich habe daraus gelernt. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, meine Verfolger loszuwerden. Okay, was ist dein Plan? Was ist dein Plan? Ich will die Köpfe derjenigen, die mich tot sehen wollen. Eine Zeit lang habe ich als Kybernetiker im Eispalast gearbeitet und dabei ein neues System zur Kontrolle von Nervenbahnen entwickelt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre ich so in der Lage, den Toten ein paar Geheimnisse zu entlocken. Bislang konnte ich diese Methode nicht testen. Das würde ich gerne nachholen. Okay, also Informationen extrahieren aus einer Leiche, schwer zu glauben. Klingt hochinteressant. Eigentlich schon. Klingt hochinteressant. Ich wusste, dass es deine Aufmerksamkeit wecken würde. Ich würde mein Wissen mit dir teilen, sofern du mein Vorhaben unterstützt. Du willst, dass ich dir das richtige Werkzeug bringe? Nein, um das Werkzeug habe ich mich selbst gekümmert. Ich will, dass du mir ihre Köpfe bringst. Und warum sollte ich das tun? Weil du die Bestie von Xarkor bist und sicher einen Weg findest. So könnten wir zwei Probleme auf einmal lösen. Ich werde nicht länger verfolgt und du kannst an meiner Genialität teilhaben. Außerdem biete ich dir meine Kampfkraft an. Eine neue Gefährte. Aber... Der ist so verdammt arrogant. Wird er über deine Angebote nachdenken? Gut. Du kämpfst für meine Sache und ich besorge dir die Köpfe deiner Verfolger. Ja. Du kämpfst für meine Sache und ich besorge dir die Köpfe deiner Verfolger. So sei es. Unsere gemeinsamen Erkenntnisse werden sicher so manche wissenschaftliche Neugier stillen. Wo ist unser Treffpunkt, wenn wir getrennt werden? Es gibt da einige Ruinen westlich von Goliath. Verstehe. Finde ich. Okay, wer sind deine Verfolger? Wer sind deine Verfolger? Es handelt sich um drei Alp-Commander, die sich auf den Weg gemacht haben, mich zu finden. Der erste ist Bartox. Er patrouilliert im Süden von Xarkor und will verhindern, dass ich zurück in den Eispalast komme. Der zweite ist Pollux, der meine Spur im Westen von Abessa verloren hat. Und der dritte ist Tiras, der an der Grenze zu Ignaton auf mich wartet. Speicher dir ihre letzten Aufenthaltsorte am besten in deinem Adjutor. Und noch eine Sache. Du solltest die Leichen besser verschwinden lassen
um die Aufmerksamkeit der Alps nicht zu erregen. Okay, erzähl mir mehr über dein Leben bei den Alps. Statusbericht mitkommen. Ah, hier. Erzähl mir mehr über dein Leben bei den Alps. Wenn ich nicht auf Patrouille war, habe ich die meiste Zeit im Labor verbracht. In den Abendstunden habe ich meist mit neuen Zubereitungsmethoden von Nahrungsmitteln experimentiert. Nahrungsmitteln? Du meinst, du hast gekocht? Das klingt so banal. Ich verstehe es mehr als eine Kunst. Das vermisse ich am meisten. Zeit und Raum für mehr Ästhetik beim Speisen. Das klingt abnormal für einen Alp. Beim Anblick einiger freien Menschen erahne ich, was du meinst. Ich will mich halbwegs mit ihm gutstellen, aber das klingt anormal für einen Alp. Stimmt auch wieder. Das klingt anormal für einen Alp. Anormal ist es, sich den Ressourcen und Möglichkeiten zu verweigern, die wir haben. Dass die Hinterwäldler aus dem Süden das nicht einsehen, ist kein Wunder. Von dir erwarte ich allerdings mehr. Eines Tages werde ich ein wahres Kunstwerk zubereiten. Das wird meine kulinarische Krönung. Okay, Statusbericht? Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Unsere Soldaten scheinen nur noch sporadisch in den Ländern der freien Menschen aufzutauchen. Irgendetwas hat sich im Eispalast getan, seit ich dort weg bin. Schwer zu sagen, was. Gut. Exzellent. Okay, was haben wir? Eisenerz, Campingstuhl, Öllampe. Wo geht der hin? Da drüben! Wenn er jetzt jemanden tötet, kriege ich für die XP. Er ist ja mein Begleiter, grob gesagt. Doch er hat so einen Schlagstock. Nein, er kriegt die XP nicht. Gut. Davon sind die Pestratten, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.